Ja. Der, das ist aber eine schöne Welt eigentlich, Rüdiger. Das ist eine sehr schöne Welt hier. Ja. Das ist, Oh, schön hier mit den komischen Wanddingens hier. Oh, Stern. Ja. Aber da ist ein Stern, sehr gut. Ja, Stern. Wie komme ich da ran? Stern. Aber wie komme ich da ran? Ja. Das ist übelst. Ich frage mich, ob wir hier keine Wirbelattacke oder so. Ja, okay, du musst den Tritt machen. Oh, oh, oh! Pass auf! Da war's! Da war's! Hast du das was? Aber ich glaube, da war's eben. Blöd, wenn man keine hat und irgendwie gerade alle Gegner verfehlen, warum auch immer. Scheiß Gamepad, echt mal. Oh Mann. Scheiß Gamepad, echt mal. Das ist aber ein scheiß Gamepad. Scheiß. Okay, wie mache ich das hier? Scheiß Gamepad. Okay, wie machst du das? Du machst einen Sprung und dann machst du einen Tritt und dann landest du an der Kante und hältst dich da fest. Ah, hätte theoretisch klappen können. Ja, du machst machst du und dann, ne, dann kommst du irgendwie hin. Ja, man geht in die Wand. Warum machst du das? Ich will so ziemlich weit schon in Richtung dieses Loches kommen, aber der prallt da und wieder ab, dieser Kerl. Ja. Mann! Ja, nicht hören. Ja. Ich mache es auch einfach mal so. Zu spät. Oh. Ich habe den Kick zu spät gemacht. Was? Ich habe zu lange mit dem Kick gezögert. Ich glaube, sonst hätte es geklappt. Ja. Das ist aber... Das ist schwer hier. Das schaffst du. Das wird aber schon was. Ich weiß aber noch nicht wie und ich habe eigentlich nicht vor, hier eine Safe-State-Party zu machen. Das ist voll nervig eigentlich. Nein, das geht eigentlich schon, Rüdiger. Bei der Stelle ist es okay. Rüdiger, bei der Stelle ist es wirklich okay. Ich glaube nicht, dass jemand sehen möchte, wie du tausendmal immer wieder hochkletterst und da hochspringst. Nur doch, du kannst das jeder sehen. Nein, das wird niemand sehen. So, jetzt machst du jeder. Jetzt machst du. Was machst du da? Das soll es die ganze Zeit, aber das geht nicht so irgendwie. Da kommt nicht weit genug nach hinten mit dem Tritt. Rüdiger, darf ich dir da eine Weisheit geben? Ja? Möchtest du eine? Ja. Hier, ich ein. Dieses verfluchte Gamepad. Okay. Eine Idee. ich weiß, was du vorhast. Du willst einen Weitsprung machen. Richtig! Ja, geil! Ich will einen Weitsprung machen. Vielleicht funktioniert das so. Ich weiß ja, wie wird mir schon grauselig, wenn ich das sehe. Ja! Das wird nichts. Gleich abhaken. Gleich abhaken, das wird nichts. Okay, nee, das wird nichts, okay. Das wird wie Köln da. Wie machen wir es sonst? Ja, ich sag dir, es wird diese Tritt-Taktik sein. Du musst das nur richtig ausführen. Wie denn noch? Springst mal zu und dann hält er sich an der Wand. Ja, mach ich ja, aber der macht dann zu weit. Geht das schon irgendwie. Das ist wie ein Bandsprung, das ist genauso scheiße, Rüdiger. Weißt du, das klappt schon. Das wird schon irgendwie. Wenn nicht, dann ist scheiße, aber das wird schon. Aber was willst du denn sonst machen? Es geht nicht anders. Du hast schon recht, aber... Ja, das ist eine kleine Herausforderung. Und sonst ist dir diese Mann so hingestellt worden. Weil du sollst das so machen. Irgendwie. Glaube ich. Gag. Meinst? Ja. Nein. Was war das denn für ein verzweifelter Versuch gerade? Du machst nicht den Hu. Wenn du den Hu machst, dann schaffst du das. Den Hu. Den Hu. Mann! Hätte fast geklappt. Hast du gesehen? Aber nicht sicher, ob das klappt. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Okay, dann lassen wir das erstmal weg, Rüdiger. Dann lassen wir uns von Lackmillot helfen. Dann sagt der dir das und dann ist gut. Ja, okay, alles klar, dann machen wir erstmal was anderes. Ja, keine Ahnung, was sich dabei gedacht hat, dieser Hackersteller hier. Ja, dieser Luke Millard ist völlig wahnsinnig geworden. Ja, glaube ich auch so langsam. Scheiß Gamepad. Dann tauchen wir jetzt erstmal hier rein. Und schauen, was hier so ist. Eine rote Münze. Das ist sehr schön. Was ist? Oh nein, er hat was gefunden. Die Steuerung auf einem echten N64-Controller ist doch deutlich geschmeidiger und jetzt passe ich hier noch nicht einmal auf. Meine Güte.
passe ich hier noch nicht mal mehr auf. Scheiß gelbe Donuts. Da sauf ich halt. Ja. Das machst du sehr gut. Sterne, Sterne, die sterben. Gott sei Dank doch noch einen Stern geholt, Mann. Ja, 14 Sterne. Wuhu, wir haben ja schon die halbe Miete nicht. So, das ist aber schön, dass sie jetzt den Schlüssel haben, ne? Ja, ich bin begeistert. Ja, das ist, hast schon 4 erreicht in diesem Let's Play. Finde ich auch. Also 14 ist eigentlich besser, als ich dachte. Ich habe gedacht, ich brauche ungefähr 13 Parts für 14 Sterne. Dachte ich auch so. Ich dachte so wie jeden Stern so 18 Minuten. Ja, genau. Das ist ich also. Oh Mann, ey. Hier ist ein langsamer Reiz. Oh Mann. Höhlenabbruch. Oh Mann, Rüdiger hat Kraftausdrücke benutzt in seinem Let's Play. Was? Hab ich das? Du hast Scheiß drauf gesagt. Achso, ja. Ja. Das ist nicht gut, du hast doch manchmal auch. Ich glaube, du hast doch einmal mal fick mich gesagt oder sowas. Ja, ich habe auch irgendwann, glaube ich, mal verfickte Scheiße oder irgendwie sowas gesagt. Oh Mann, ey, ich muss mir das doch mal angucken, dieses Let's Play, das ist genial. Ey, ich finde das. Also, was das angeht, ist das erste Let's Play von Live aus um einiges besser. Okay. Einfach so, aufregend. Wow! Wow! Ich bin schon der nächste! Wo? Sehr gut. Wo habe ich dir jetzt verpasst? Ich weiß nicht. Ja, weißt du, irgendwie, ne? Weiß schon. Bist du doch nicht so gut. Ja. Und so. Oh boy. Ja. Hat's vielleicht ganz leicht im Hintergrund gehört. Ich hab's doch gehört, ja. Ja. Das ist schön. Denk, auf der Aufnahme wird's auch zu hören sein. Glaubst du? Weiß. Hallo Leute, hier ist wieder euer Carpile-Up. Dieser Carpile-Up, wieso hat er so eine epische Begrüßung? Ich weiß es nicht. Säulen der Präzision. Oh, was wird das wohl für eine Aufgabe sein? Säulen der Erzorn. Eine Säulen komm ich mal. Ja, fliegen. Ich weiß, was du machst. Was? Du nimmst diesen Franzosen mit dir. Meinst du, der folgt mir so weit? Und der folgt dir dann so weit. Und dann schmeißt du dich da oben zum Stern. Meinst du? Das ist zu umständlich, das kann ich sagen. Nee, das geht auch nicht. So hoch kommt er nicht mit dem Fly Guy. Oh, okay, dann nicht. Aber es war trotzdem schön gedacht. Und ich lese ein Schild. Vielleicht steht da was drauf. Da steht War. So. Oder sowas in der Art. Kann es sein. Okay. My boy, Kameras und Höhlen vertragen sich nicht wirklich gut. Ja. Okay. Versteh zwar nicht wieso, aber du wirst schon recht haben. Dinner. Oh ja, ich hab Hunger. Gut, Dinner. Ja, ist ja gleich soweit, Rüdiger. Echt? Ja, du hast gleich Dinner. Juhu! Es ist schon 17.44 Uhr. Oh, ich bin bald erlöst. Und Dinner. Wow, Dinner. Hier geht jetzt gar nichts mehr. Dinner? Dinner. Dinner. Warum macht er das? Dieser König. Er wollte mich noch um den Verstand. Mich auch. Dinner. Oh, scheiße. Ja, Mist. Jetzt hab ich aber Mist gebaut mit der scheiß Kameraperspektive. Dinner. Dinner. Echt? Dinner! Okay. Alles klar! Dinner! So ist es gut! Dinner Laser! Dinner Blaster! Dinner Blaster 4! Oh Mann! 4? Hey Mann, wieso machen wir das die ganze Zeit? Ich so weiß nicht! Wir sind echt voll das verrückte Team, ey! Das geht gar nicht! Oh, also das ist doch gut so. Das ist das, was die Leute vermisst haben seit The Missing Stars. Ja, ja, echt, ja. Es ist echt eins der wenigen Let's Plays, auf die ich heute immer noch angesprochen werde. Ja, okay. Also, ist auch wirklich ein schönes Spiel hier. Ist auch wirklich schön hier. Ich meine, wir beide so. Und ich habe auch schon sehr viele positive Kommentare gehört über die Mischung und dass wir alle sehr glücklich sind darüber. Ja. Gut, ein paar haben gesagt, boah, einer hat geschrieben, boah, der andere Typ nervt voll. Ja, das ist auch gut, das ist auch gut so. Das kann ich auch von mir aus schreiben. Also liebe Grüße an den Kerl. Ich mag dich auch. Ja, ich meine. Dafür hat Relaxo-Fan aber auch geschrieben, dass das ganz toll ist mit uns.
Ja, das stimmt. Der Relaxo-Fan ist eh super. Ja, der Relaxo-Fan. Es gibt nur einen. Es gibt nur einen. Hm. Jetzt denk mal nach, Rüdiger. Wieso? Ich verstehe es nicht. Ist mir jetzt doch ganz gut so, dass ich es nicht verstehe. Ja, vielleicht ist es wirklich gut so. Wer weiß. Weiß man ja nicht so ganz genau, ne? Ja. Also ich meine, manchmal muss man ja manche Sachen nicht verstehen. Das ist richtig. Das ist ja völlig okay, Rüdiger. Also ich meine, verstehen, was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet verstehen überhaupt? Frag ich mich auch. Wer versteht überhaupt? Also ich meine, ich geb dir mal einen kleinen Tipp. Echt? Ja. Okay. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Galaxy 2! Was war das? Das klang eigentlich wie eine Frau. Jetzt stell dir mal vor. Relaxo-Fan ist weiblich. Relaxo-Fan ist echt männlich? Weiblich! Okay, dann. Wir gehen in die Heiß-Kalt-Galaxy! Verstanden. Ja, Heiß-Kalt-Galaxy. Gut. Ja! Zwei für die Galaxie. Ah, schnell zu kommen. Was machst du da, Rüdiger? Ich will ja diesen scheiß Stern. Ja, ah, das hätte beinahe geklappt. Weißt du, was wir machen? Hä? Versuch mal diese Rückwärtssalto. Was, Rückwärtssalto? Ja, drücken und dann Salto machen. Vielleicht kannst du dich ja dann direkt an die Kante ranhängen, wenn du richtig springst. Boah, ich weiß nicht, ob er sich dann noch irgendwo festhalten kann. Ich weiß es auch nicht, aber wir versuchen es einfach. Nee, Mann. Doch, Mann. Kein Bock auf deine Experimente. Ah, scheiße, falsche Kamera. So. Nicht krabbeln. Sah eigentlich ganz schön aus. Aber... Das wird so, glaube ich, auch nichts. Oh mein, lass uns einfach für den Kerl helfen. Ah! Nein! Ja! Wow! Oh Gott. Ja, Mann! Was? Wie hast du... Ich habe jetzt gerade kurz in dem Moment nicht hingesehen. Toll. Ganz toll. In dem du Moment wirst es in Part 6, glaube ich, wirst du es sehen. Ich schaue mir so jeden Part davon an. Es war mit dem Rückwärtssalto. Ja. Oh, schön. Das hat doch geklappt. Das ist doch dann schön, oder? Ja, es war also deine Idee, insofern bist du der Vater des Erfolges, sozusagen. Ja, das ist doch schön, ne? Das ist toll. Ne, das freut dich. Und holen uns dort erstmal den besten Stern und eine Kometin. das klang jetzt episch. Das war sehr gut gerade. Moritz Stolz, dass er nicht erwähnt wird. Moritz Stolz. Ja. Okay, Also, ich wollte mal sagen... Ja? Ich würde auch sagen, wir haben jetzt 45 Minuten. Also, hier am Stück aufgenommen, nicht in diesem Part. Das ist eigentlich sehr schön, um das Ganze in drei Parts aufzusplitten. Deswegen würde ich sagen, wir machen einfach mal, auch wenn wir jetzt noch 11 Minuten haben, oder sollen wir noch weitermachen? Nein! Machen wir nicht, ne? Nein! Ich würde sagen, okay. Wir beenden das Ganze an dieser Stelle. Und ja, schauen wir mal. Der über uns wacht. Sein Name ist Matthias. Nachname Fass. Spielt sich in die Herzen der YouTube-Community. Und er spielt noch weiter. Begonnen hat mit der Amiga. Dann ging es weiter mit Heavy Metal Factory. Er spielte ganz viele Spiele. Und viele ging es in Gewalt. Doch alles, was ihn ausmacht, das ist die Zuneigung, Zu was? Oh mein Gott. Dieser Moritz. Selbstbeweihräucherung, schlecht. Stolz. Vor allem die Tonqualität gerade. Oh, wie soll ich die Lautstärke anpassen? Scheiße. Passt die Lautstärke einfach nicht an. Oh ja, ich glaube, die Leute bringen mich um, wenn sie das hören. Musst du nicht machen. Na gut, ich würde... Warum solltest du die Lautstärke anpassen?
weil sich ein paar Leute wegen eines geplatzten Trommelfells bei mir beschwert haben, als ich bei Dragon Ball... Aber das tun sie sowieso. Dinner. Blaster. Nicht der Dinner Blaster. Oh, ich glaube, ich habe heute echt alles erwischt. Oh Mann. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Dinner. Dinner. Dinner.